Es war das vermeintlich letzte heiße Wochenende des heurigen Sommers. Und Wien hat an vielen Ecken gezeigt, wie vielfältig, bunt und schön die Großstadt ist. Wenn ich da nicht heute wäre, wo wäre ich? In der Rheindorfgasse. Bei dir, Dietmar Baurecht, deinem tollen Team, weil ich liebe euer Fest und habe zwei wundervolle Tage. Ich habe gehört, am Wallensteinplatz gibt es auch ein Grätzlfest. Gibt's voll Gas. Viel Freude. Wir haben uns zwei Grätzlfeste exemplarisch herausgenommen und mehr als nur liebevolle Ekstase im Kleinformat erlebt. Man schaut aufeinander und verbringt gemeinsam eine großartige Zeit. Und Wien sollte viel mehr solche Cluster, wo das Leben zwischen den Menschen aus Kunst, Kultur, Soziales, Aktivismus gemeinsam lebt und sich definiert. Da müssen wir weitergehen, damit es nicht nur die Riviera Brigitte Nau weitergeben soll, sondern viele solcher wunderschönen Plätze in Wien. Ich bin nochmal durchgegangen, nochmal die Leute angeschaut, die lächeln, die sich unterhalten. Und da geht einem schon das Herz auf, wenn man dann sagt, die fühlen sich alle wohl. Und das ist so super und das macht mir einen riesigen Spaß, dass wir als Bezirk auch das unterstützen können, auch finanziell, damit es so gut klappt, das Zusammenleben in Wien und im 15. Bezirk. Man zeigt also, was man kann. In den Bereichen Kunst, Musik und workshopartige Mitmachstationen für jedes Alter. Ausgrenzung sieht anders aus. Grätzlfeste gibt es in so gut wie jedem der 23 Wiener Bezirke. Nachbarschaftshilfe und klassische Geselligkeit inklusive. Wir sagen ja in Wien, auch beim Reden kommen die Leute zusammen. Und was brauchen wir heute mehr, ist, dass wir zusammenrücken, dass wir zusammenhalten, über Generationen hinweg, Kinder, ältere Menschen, das findet statt und das finde ich super. Wien ist nicht gesamt Wien mit den 2 Millionen, sondern Wien ist kleine Initiativen, kleine Grätzl, kleine Straßen, kleine Vereine, die alle zusammenarbeiten, die schauen, dass es allen in dem Grätzl gut geht, dass sie alle in dem Grätzl aufeinander schauen. Das ist ein ehernes Ziel, doch Wien steuert auf ein demografisches Problem zu, von dem auch die Grätzlfeste betroffen sind. Wien ist die lebenswerteste Stadt, aber 500.000 Menschen mehr in kürzester Zeit, wir wissen es in 20 Jahren. Das heißt, man muss auch dort arbeiten, wo sie jetzt wohnen, damit es auch dort blüht und lebt. Das ist das Zusammenleben, wie wir in Wien leben und dafür gehört ein Grätzlfest dazu. Das konnten wir in der Brigitte Nau und in Rudolfsheim 5 Haus eindrucksvoll erleben. Die Riviera und das Rheindorfgassenfest haben gezeigt, wie eine bunte und gut organisierte Nachbarschaft bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus verbindend funktionieren kann.